Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Modellbaus, da bin ich wieder, euer Modellbauhandwerker. Ich grüße euch, Servus und Hallo. Heute mit einem Unboxing der etwas anderen Art, ein Revell Control RC Auto, der Buggy Red Scorpion, hat die Nummer 24474. Den möchte ich mal mit euch zusammen auspacken und eben auch gleich mal Probe fahren, mal gucken was der kann. Wir gucken uns erstmal an, was alles so auf dem Karton steht und was dabei ist. Wir haben eine 2,4 GHz Fernbedienung, was ich sehr gut finde, weil ich finde es besser als diese Megahertz Fernbedienung. 2,4 GHz relativ störungsunanfällig, möchte ich es mal sagen. Ja? 15 Minuten Fahrzeit und 55 Minuten Ladezeit für den Akku. Das ist in Ordnung, so der kleine Spaß zwischendurch. Hinten auf der Verpackung haben wir noch die Angaben Indoor-Outdoor können wir es verwenden. Der Akku ist wechselbar, also wir können uns einen weiteren Akku dazu kaufen und dann schnell wechseln und weiterfahren. Die Fernbedienung hat zwei Kanäle, also vorwärts, rückwärts, links und rechts. Das Fahrzeug ist 28 cm lang, 14,4 cm hoch und 18 cm breit und wiegt wahrscheinlich mit Akku 520 Gramm. Und hier handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku. Lithium-Ionen heißt, wir haben in der Regel keinen Memory-Effekt. Früher hatte man das, dass man umso öfter man den Akku aufgeladen hat, umso weniger ist reingegangen und umso kürzer wurde die Fahrzeit. Hier Lithium-Ionen gibt es das eben nicht mehr. Wir gucken eben rein, was drin ist und dann schauen wir uns das mal zusammen an. So, wir haben zwei Broschüren, nenne ich es mal, dabei. Einmal eine kleine Anleitung, in der gezeigt wird, wie das Fahrzeug zu trimmen ist, wie man Batterien einlegt an der Fernbedienung als auch an dem Fahrzeug selber. Die Steuerung, wie das funktioniert, kurze Erklärung zum Fahrzeug und zu der Fernbedienung. Alles relativ einfach gehalten mit ein paar Bildern dazu. Und wir haben ein Heftchen mit Sicherheitshinweise in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 verschiedenen Sprachen. Ist nicht uninteressant. Einige wichtige Hinweise dabei, wenn ihr euch für dieses Modell entscheidet oder ein ähnliches, bitte unbedingt die Sicherheitshinweise beachten, um einfach Unfälle zu verhüten. Das kann wehtun und böse ins Geld gehen, ne? So, die Fernbedienung wird betrieben über einen 9-Volt-Block, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Das ist üblich so, also ich kenne wenig Hersteller, die das dazu packen. Das ist aber kein Problem, 9-Volt-Block kriegt man eigentlich überall her. Mir ist die Fernbedienung etwas klein, ich habe aber auch relativ große Hände und bin nicht ganz die Zielgruppe. Zielgruppe ist 6+, ne? Also ab 6 Jahren. Und da ist die Fernbedienung, denke ich, ganz gut. Die kann auch ein 6-Jähriger, glaube ich, ganz gut greifen. Wir haben das Steuerrad. Das scheint so, ja, so ein bisschen analog zu sein. Also wenn wir nur ein bisschen einschlagen, lenkt er vielleicht auch nur ein bisschen. Das werden wir aber erst beim Fahren dann feststellen. Und wir haben den Vorwärts- und Rückwärtsgang, der allerdings digital ist. Also hier wird es nur ein Gas geben und das ist Vollgas, ne? Die Fernbedienung, ansonsten alles Kunststoff, kleine Antenne dran, wahrscheinlich auch nur zur Optik, aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Der Lithium-Ionen-Akku ist mit einem kleinen Schrumpfschlauch eingepackt, ein Ladekabel dran. Beim Ein- und Auslegen ins Fahrzeug später müssen wir mal sehen, dass wir möglichst nicht an dem Kabel ziehen, sondern irgendwie den Akku zu fassen kriegen. Wenn nicht, basteln wir uns vielleicht irgendwas, was wir um den Akku drum wickeln, dran kleben, um ihn rauszuziehen, sonst reißen wir uns da die Kabel ab, ne? Der Akku hat 3,7 Volt und 400 mAh. Die wird es vielleicht auch noch ein bisschen größer geben, also von den Milliampere-Zahl her, dass wir da ein bisschen längeren Fahrspaß haben. Aber wie gesagt, er ist auswechselbar, also wenn ihr euch den gleichen nochmal holt, habt ihr schon eine halbe Stunde Fahrspaß. USB-Ladekabel muss ich glaube ich nichts zu sagen. Kommen wir jetzt zum Fahrzeug selber. Da ist es.
Wir haben, was ich schön finde, eine Gummibereifung. Ja, das sorgt auf jeden Fall schon mal für mehr Grip im Gelände als Vollplastikreifen. Die sind halt nicht gefüllt, die Reifen. Also es ist keine Schaumstoffeinlage oder so drin. Das wird bei den Geschwindigkeiten aber auch nicht notwendig sein. Und fürs schwere Gelände ist er sowieso nicht gedacht. Warum ist er dafür nicht gedacht? Ganz einfach. Hinten hat er keine Federung. Null. Vorne hat er ein bisschen, aber auch nicht so viel. Von unten haben wir einen Ein- und Ausschalter und eben das Batteriefach, das nochmal zusätzlich mit einer Schraube gesichert ist. Und wir haben die Trim-Einstellung für die Lenkung, damit er auch geradeaus fährt. Was wahrscheinlich auch eher schwierig sein wird. Aber so macht der ganze Wagen einen ziemlich robusten Eindruck. Ich denke, für die Geschwindigkeiten, die er fährt und den Einsatzbereich, für den er gedacht ist, wird er einiges aushalten und wir gucken uns das jetzt mal draußen an. Lieber Mann, der geht ja ganz schön ab. Ja, ich bin jetzt ein paar Akkuladungen gefahren. Ich habe alles versucht, ihn kaputt zu kriegen. Keine Chance. Also ich habe ihn nicht klein gekriegt und das heißt schon was. Ne? Sehr schönes Modell, also sehr schönes Auto. Mir gefällt er persönlich richtig gut. Natürlich bin ich nicht die Zielgruppe, ja, das ist mal ganz klar. Aber für 6 Plus finde ich den sehr geeignet. Er ist robust, er hält was aus und wenn man ihn nicht gerade mutwillig irgendwie gegen die Wand schmeißt oder mit einem anderen Auto drüber fährt oder drauf tritt oder dergleichen, dann hält er auch ziemlich viel aus und man hat sicher lange Freude daran. Ich habe jetzt zu Beginn des Videos das Akkufach angesprochen, beziehungsweise das Handling mit dem Akku beim Rausziehen aus dem Akkufach. Hier habe ich festgestellt, dass das die Sorge völlig unbegründet ist. Das Akkufach ist also so groß, dass der Akku da locker drinnen liegt und hier ganz bequem abgetrennt werden kann und dann wieder geladen werden kann. Hier ist nur darauf zu achten, dass beim Trennen, also der Stecker passt nur in eine Richtung, aber dass beim Trennen auch am Stecker gezogen wird und nicht am Kabel. Ja, also beim Kabel, da werdet ihr euch auf kurz oder lang das Kabel abreißen. Also hier nur am Stecker ziehen und dann habt ihr lange Freude daran. Ansonsten liegt der Akku nur lose da drinnen. Bei den Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden, ist das auch vertretbar. Das wird der Akku überleben. Das kann er verkraften, ohne hier größere Sorge zu haben. Schraube wieder reindrehen und dann ist das Akkufach A gegen Kinderhände gesichert, dass da also keiner dran kommt und das wird auch in der Fahrt nicht aufgehen, weil ja durch die Schraube es geschlossen ist.
Das war mein kleiner und erster Beitrag zu einem RC-Modell hier von Revell zum Red Scorpion Buggy. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ihr konntet da ein bisschen was mit anfangen. Vielleicht sogar eine kleine Entscheidungshilfe fürs nächste Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk, wie auch immer, für eure Kleinen. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, einen Kommentar, wie auch immer, wie euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stehe ich euch natürlich gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Würde mich freuen, da irgendwas von euch zu lesen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.